Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Ansonsten, was haben wir noch nicht bedient? Wo ist die Fett gerade? Fett gerade wo? Das heißt, wir haben da deutlich mehr Möglichkeiten noch. Dann setze ich doch da gleich einen zweiten Bus noch drauf. Der einmal Komfort drauf kriegt. Und dann würde ich sagen, das läuft. Es wäre sogar. Ich könnte sogar einen dritten Bus draufsetzen. Da könnte ich locker einen Bus noch draufsetzen. Damit haben wir jetzt noch mal ein bisschen mehr diese Leute abgedeckt. Jetzt müssen wir nur noch 500.000 Euro zusammenkriegen. Mal sehen, ob wir das Geld jemals zusammenkriegen. Weil ich es eigentlich direkt wieder ausgebe für Busse. Ja, nee. Mehr als das wird's nicht. Na toll, wieder. Was wird das denn jetzt schon? Oh. Alter. Habe ich gerade irgendwas übersehen? Nee, aber Ida. Ida gibt jetzt mal wieder Vollgas hier. Das kann ich. Das kann ich auch. Haben wir irgendwie irgendwo eine sehr spektakuläre Route. Jawohl. Von hier nach Brüssel. Ich habe überhaupt gar keine Idee, wie das jetzt funktionieren wird. Ob das funktionieren wird. Also einmal wird er voll. Jetzt macht er nichts. Doch. Nimm doch vergessen. Okay. Hat bis hierhin. Lädt wieder ab. Jetzt. Keine Nachfragen. Jetzt fährt er leer nach Brüssel. Weil von da nach.
Weil dahin niemand. Okay. Ja, damit haben wir jetzt definitiv genug Frachten. Das sind viele, viele, viele Frachten. Hallo? Hallo? Ja, wie man vielleicht sieht, ich versuche jetzt gerade wirklich einfach irgendwie alles rauszuhauen, was ich sehe. Ich komme so langsam gefühlt wieder in Stresssituationen, die mir überhaupt nicht gefällt. Deswegen. Ich erwarte das. Boah, hast du mir echt irgendwie ernsthaft unter. Okay. Mal sehen, wie Ding Linz hier funktioniert. Muss er halt jetzt einen ewigen Umweg fahren. Aber na gut. Bist du jetzt? Bist du jetzt diese Linie hier? Ja, bist du. Komm fort, machen wir. Hier kann ich auch komm fort. Und Geschwindigkeit. Mal sehen, ob es im Komfort reicht. Als Upgrade. Ja, perfekt. Genf hatte doch noch einige Sachen. Sowohl in Italien wie auch in Frankreich. Ich nehme aber, glaube ich, Italien. Dann ist mein ganzes Geld schon wieder. Also instant weg einfach. Hier. Yeah. Berlin, Ding. Und noch einmal normale Passagiere. Und Frachten. Aber viele Frachten. Kriegst sogar zweimal ganz aufgebaut wieder. Leipzig hat. Amsterdam. Leipzig, Amsterdam, aber. Ich denke kaum.
13.000, ne? 100. 100 km/h. Ja, perfekt. Ja, guck mal. Das ist zwar in Ordnung. Vermögen. Aber wenn man guckt hier die Frachten, zum Beispiel Lhasa transportiert deutlich mehr. Also wirklich deutlich mehr. Mal gucken, gibt es bei den Zügen. Nicht. Das ist auch mein Zug. Die Nachfragen gar nicht. Dann haben wir das. Ich denke mal, bei... Das ist wirklich einfach... Ein paar mehr einfache Passagiere. Und mache ich doch am besten einfach mit... Hunderten... von Bussen. Leipzig, Hannover... Das hat sogar genug für zwei der Busse, hätte ich gesagt. Das ist genau auf. Ja, perfekt. Da sind wir. Da sind wir am Ende. Stuttgart-Luxemburg. Könnte zwei Busse tragen. Oder auch nochmal so einen. Da hat es nicht viel mehr Potenzial. Jetzt möchte ich daran klingen. Okay. Müsste die Linie für 1 Euro billiger machen, aber das passt schon. Sich überhaupt nicht der Zug. Ne? Also 2000 Euro, das ist ja nichts, was so ein Zug einbringt. Aber ich will einfach nur so schnell wie möglich, so viel wie möglich noch hin und her bringen. Wir sind
eigentlich nur Fracht. Hallo. Linz, Wien. Linz, Graz habe ich, glaube ich, nichts, oder? Nee. Wie, Alter? Ich möchte das Depot. Ja, mal, ich baue mal. Alter, es ist aber auch sehr schwer dann, die Stadt anzuklicken, die man eigentlich anklicken möchte, ne? Mhm. So, wir sind bei den Passagieren jetzt bei der Hälfte. Nein. Lasa hat uns schon wieder überholt. Och, Leute. Langsam wird's. Brauchst nicht zu blinken, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich versuche ja gerade mein Bestes zu geben. Aber da kam mir das einfach zuvor. Jetzt, oder hier? Ja. Die fahren perfekt parallel. Wie schön. Und wir sind jetzt wieder im Geldmangel. Genf, Amsterdam, oder? Genf, ja genau, Genf, Amsterdam. Wo ist denn der Zug? Haben wir da keinen Zug mehr drauf? Ich dachte, wir hätten einen Zug drauf, lol. Tja, Leute. Ihr seht, das wird hier wieder nix.
Ich habe es versucht, aber die KI war schneller. Machst du nix. Frag mich dann nur ernsthaft, was soll ich da anders machen? Also so. Ja, keine Ahnung. Ich meine, so die anderen Sachen, die haben wir eigentlich schon so gut wie geklärt. Also erste Klasse Passagiere haben wir eigentlich schon voll. So, und genau. Naja. Guck mal, wir haben 20 Fahrzeuge mehr als wie Lase gehabt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich es besser machen soll. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.